Hallo und ein herzliches Willkommen zu Größe zählt oder Größe ist von Bedeutung. Size Matters. Einem witzigen Spiel, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, von Amazon Games. Der Publisher ist Crap the Games. An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die Entwickler für ein Key, um das Ganze mal zu testen. Ja, wir machen heute mal wieder eine Geschmacksprobe. Ich persönlich mag ja Rätselspiele. Ich komme aber nicht mit Zeitdruck zurecht. Ich drücke mal irgendeine Taste. Und dann haben wir auch Musik. Genau, worum geht es in Size Matters? In Size Matters sind wir ein Wissenschaftler. Und wir haben eine Formel entwickelt, die uns aus Versehen schrumpfen lässt, wenn ich es so richtig verstanden habe. Und und damit ist auch schon der Spielinhalt praktisch gesehen sehr gut angesprochen. Wir klicken mal auf Spielen. Es wird empfohlen, das Tutorial zu spielen. Weiter zum Tutorial. Natürlich in der Geschmacksprobe machen wir natürlich immer das Tutorial. Ja. Lied. Genau. Wir sind also Wissenschaftler. Ich sehe schon ein Periodensystem der Elemente. Hey, heb die Zutat auf. Okay, wir haben Standardsteuerung, interagieren E, öffnen, schließen F, hochheben, tragen L, M, B. Der Clou an dem ganzen Spiel ist, interagieren ist E. Oh, Tiberium. Nun füge die Zutat dem chemischen Prozessor hinzu. Wie mache ich das? Durch Drücken von interagieren. Ah, okay. Du hast die Zutat hinzugefügt. Diese Zutat braucht Wasser dabei. Geh Wasser holen. Also für die, die es nicht wissen, ich bin chemisch-technischer Assistent ursprünglich mal gewesen. Also ich habe sowas gelernt, so mit Chemikalien umzugehen. Das bedeutet nicht, dass ich da drin gut bin. Also hier in dem Spiel. Was ist das? Wie kann ich denn das öffnen? Hallo? Flammabilium und Tschernobylium. Okay, Flammabilium plus 4, 3, 2, 6 ist Tschernobylium. Tschernobylium, Moment. Nanu mag Alfred seine potthässliche Schwester Clara ärgern. Mhm. Ach ja. Ja, falls jemand weiß, was das war. Chemistry, it's life's cooking. It's like cooking, just don't lick the spoon. Ach, das finde ich aber gut. Hier, füge der Mikrowelle eine Zutat hinzu. Surveillance! Notice, all activities monitored by video camera. Help, I will be shrinking in a minute. Bewegen mit WASD-Tasten auf deiner Tastatur. Du musst in Reichweite jeder Maschine sein, um mit ihr interagieren zu können. Drücke E Standard, wenn in Reichweite von Ausrüstung. Moment, ich denke, wir brauchen noch ein... Ah, ja, da muss Wasser dazu, ne? Ah, okay. Okay, wir müssen das Tiberium da einfüllen. Tiberium? Tiberium. Es ist Tiberium von... So, alles bereit. Drücke E, um Zutaten zu verarbeiten. Ja. Was für ein Detail. Guckt mal, die Uhr, die läuft. Hebe Zutat auf Tutorial Axanine. Tutorial Axanine. Ab in die Mikrowelle. Save the water. The world is in your hands. Carotin? Beta-Carotin ist ein rot-orangefarbenes Pigment, was in Früchten, Früchten, ne?
Ist Vitamin A ist toxisch auf hohem Level. Ja, das stimmt. Füge die Zutat dem Code-Kombinierer hinzu. So. Lalala. Hallo. Ah. Flammabilium. Code-Kombinierer erfordert die Eingabe eines korrekten vierstelligen Codes. Die Kombination findet sich auf einer Formel im Schrank hinter dir. Okay. Hallo. Wieso kann ich... Ah, F. Oh, das ist aber ein bisschen... Kann ich mich knien? Moment. Die Steuerung ist etwas lustig. Juhu! Ja, aber genug gespielt. Flammabilium. Chernobilium. 4326. Gib mit dieser Tastatur den vierstelligen Code ein, den du auf der Formel gefunden hast. Interagieren? Moment. Nein! 4326. Ah, sehr schön. Was haben wir denn hier überall? Ah ja. Erfolgreich abgeschlossen. Du hast gelernt, dich durch das Labor zu bewegen, diverse Zutaten aufzuheben und zu tragen. Du hast auch gelernt, wie du die meiste Ausrüstung im Labor benutzt. Gratulation. Okay, großartig. So, nun klicken wir auf Spielen. Und dieses Mal gibt es kein Tutorial. Hey, heb die Zutat auf. Ja, jetzt beginnt der Spaß des Lebens hier. Nun füge die Zutat dem chemischen Prozessor hinzu. Tiberium. Jo. Ich habe das Gefühl, wir werden wahrscheinlich... Moment, werden wir... kann ich das drehen irgendwie? Eventuell werden wir sowas hier noch brauchen. So, was soll ich jetzt machen? Achso, Wasser. La da 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 da. Oh, wir haben zwei Wasser. Man kann nie vorbereitet genug sein. Was ist das? Tutorilaxin plus 5084 ist Bombardium. So, Tiberion. Was ist das? Du kannst Schubladen und Schränke öffnen. Hebe Objekte auf und trage sie umher. Da habt ihr mich an einem wunden Punkt erwischt. You must not install your software on this PC. Thank you. No food or drinks in this room, please. Was steht denn da? All you need to know. Wow, such chemistry. A source book for the wicked. Moment. Nein. Draw from scratch. Ja. Bücher. Ich glaube, wir legen mal da ein Buch hin. Was muss ich denn jetzt machen? Also ich habe hier ja, Moment, Tutorialaxi. Das ist aber Tiberium. Code-Kombinierer findet sich im Schrank hinter dir. Das ist aber das Falsche. 5084. Thank you.
Okay. Hänge ich vielleicht jetzt irgendwie im Spielen? Ich glaube, ich hänge irgendwie im Tutorial fest. Kann das sein? Kann ich hier Escape? Hallo. 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 Bombardium. So, jetzt kriegen wir heißes Bombardium. Kann das sein? Tschernobylium. Ah, ja gut. Sehr gut, sehr gut. Tschernobylium 6086. Ja. Weiß jemand? Das ist toll. Ich kann Statistiken. Gewinne, chemischer Prozessor, gesamtbenutzte Zutaten, Wasser, konsumierte Croissants, Gewinn, Verlust, zurück. Einstellung. Ich will nicht schon wieder das Tutorial machen. Ich hänge im Tutorial fest. Gehört das auch schon zum Rätsel? Der Wiederhersteller. Hä? Moment. Vielleicht gehört das ja auch schon dazu. Gegenmittelhersteller. Vielleicht sollte ich... Ich starte einfach mal neu. Okay? Wir sehen uns gleich wieder. Spielen. Ah. Ja. Okay. Wir haben Anfänger. Wir haben Normal. Was ist das hier? Niedrige Schwergrad. Winzig. Benutzer definiert. Nee. Wir machen mal Schwierigkeitsgrad Normal. Ne? Verschüttbare Flüssigkeit. Schwebender Name über Ausrüstung. Zutatennamen war. Ach, meine Güte. Ich finde das aber ziemlich cool. Wir können also die Zutaten verändern. So. Gravitation 9,81. Finde ich sehr, sehr cool. 9,81 sind Newton. Also Newtonmeter. So. Hat er sich eben irgendwie aufgehängt? Falls ihr das auch habt, einfach neu starten. So. Hallo, finde die Formel, die im Labor verteilt sind. Gut. Es geht los. Da, da, da. Hm. Ah. Phosphoronium plus Crudivorium ist Calculatium.
Chlorophyte plus Xyridalium ist Phosphorunium. Barium plus 80901 ist Crudivorium. Okay, Frinconium plus 9430 ist Schlüssel 2, wisst ihr? Ablortium. Blo. So, wir stellen uns erstmal alles hier hin, ne? So. Chlorophyte. Ist das? Stellen wir uns auch hier hin. Hallo? Ja, legen wir hin. Was ist das? Barium. Barium kenne ich. Barium? Ah, guck mal. Yolobono, Wasser plus Schlüssel 3. Nee, das ist hier der, doch, nee, Moment, da, hier. So, das ist hier, was haben wir hier? Bavarium plus 5419 ist hier was. Ah, Moment, das muss auch darüber. Ja. So, also, Schlüssel 3. Was ist Schlüssel 3? Ist das Bombastium? Da, da, da. Füge alle deine Schlüssel hinzu, um ein Gegenmittel herzustellen. Aber wir fangen ja noch gar nicht an zu schrumpfen. Xyridalium? Wann beginnt es denn? So. So, was haben wir hier? Calculatium plus Mikrowelle gleich Schlüssel 1. Jaborex. Bla. Moment. Hier. Calculatium. Haben wir Calculatium hier? Nee. So, was haben wir hier? Bombastium plus Mikrowelle ist Polydenium. Da. Bavarium. Also Bayern. Bombastium. Okay. Bombastium plus Mikrowelle ist Polydenum. Okay. Bis jetzt ja noch gar nichts passiert, ne? Wo ist denn? Uns fehlt noch eine Zutat, ne? Ah! Guck mal, da. Okay, wir haben alle Zutaten gefunden. Jetzt brauchen wir allerdings noch die Rezepte, ne? Wo ist das letztere? Wo sind denn die Rezepte? Ah. Da. Ablortium plus Wasser ist Frinconium. Nee, 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 nee. Okay, Frinconium. Frinconium plus 9430 ist Schlüssel. Okay, Frinconium. Ablortium plus Wasser ist Frinconium. Ablortium plus Wasser ist Frinconium. Oh Moment. Ich schrumpfe da ja immer noch, ne? Ah!
Ich schrumpfe ja die ganze Zeit schon. Yolobono plus Wasser. Moment. Frinkonium. Frinkonium 9430 ist Schlüssel 2. Mach schon. Crudivarium. Ich brauche hier dringend. So. Polydenium. Was? Wofür brauche ich Polydenium? Phosphoricum? Bavarium, Leprechaunium. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Frinkonium. Moment. Frinkonium plus 94. Ah ja, gut, okay. Plus 9430. Ist Schlüssel 2. Barium plus sonst irgendwas. Chlorophytium plus Xeraldium. Da Chlorophytium plus Xeraldium. Okay, jetzt verstehe ich. Xeraldium. Wie kriege ich Xeraldium? Hallo, guten Tag, Xeraldium. Kalkulatium. Kalkulatium, wie kriege ich Kalkulatium? Phosphoronicum plus Grundivorium. Ich habe halt nicht alle. So, Moment. Das ist Schlüssel 2. So. Wo sind die anderen Rezepte? Ha, Mist. Bavarium plus 5419. Bavarium. 5419. So, Barium, Grundivarium, Moment. Da, Polydenium plus Manalux. Xeraldium, Xeraldium? Leprechaunium plus Petigarnium. Ach du schon, da blickt doch keiner durch. Bavarium. Ja, ich mache jetzt hier gerade Leprechaunium. Leprechaunium plus Petigarnum. Petigarnum. Bist du bald mal fertig? Petigarnium. Phosphoronium. Ja. So. Ja. Ich schrumpf immer weiter. Frikonium, Chlorophyte plus Xeraldium. Was ist das denn? Was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das wird nichts. Hier habe ich Chlorophytium. Chlorophytium. Chlorophyte plus Xeridalium. Xeridalium? Wie kriege ich Xeridalium? Polydenum. Polydenum plus Manalux. Und Manalux ist Leprechauntium. Hä? Mir fehlt. Da, Leprechaunium, das habe ich gemacht. Molydenium ist Polydenium, Manalux, Yolobono.
Brischantium, Luspetiganium. Jetzt werde ich etwas. Moment. Bombastium. Bombastium! Bombastium plus die Mikrowelle. Habe ich das aus der Mikrowelle rausgeholt? Hallo? Mikrowelle ist fertig, ja. Ich weiß. Hallo? Wieso kann ich die Mikrowelle nicht öffnen? Hallo? Wo habe ich denn das Bombastium hin? Polydenum. Die Mikrowelle ist fertig, ne? Hä? Hallo, Mikrowelle. Hä? Ich verstehe es nicht. Da! Jarbok, Zin plus Ezidatium. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, wo es ist. Ah. Was ist denn da hinten? Ah. Nee, das wird nix. Das wird nix. Oh, das ist zu. Oh, meine Güte. Ich finde das Spielprinzip total toll, aber... Jarbor Turrix. Oh, meine Güte. Jetzt weiß ich, warum man seine eigenen Sachen da draufschreiben kann. Xedalium, Leprechanium. Ich weiß echt nicht, wo. Hä? Okay. Was sind denn das für Portale? Also ich meine, jetzt ist eh zu spät. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Oh. Ich frage mich, was das für Portale sind. Okay, ich finde es sehr cool, dass wir jetzt so klein werden. Ja, ich frage mich, was das für Portale sind. Hier hat jemand nicht sauber gemacht. Ich hatte mich erst gedacht, so, warum schrumpfen wir nicht? Da haben wir sehr viel Zeit verplempert. Ich finde es gut, hier haben wir das Brett. Das heißt, wir könnten hier über das Brett später halt auch hochlaufen. Wir sind jetzt nur noch 71 cm groß. Uns fehlt noch immer ein Rezept, ne? Ah! Ich finde die Spielidee total super. Das finde ich ein bisschen schwierig. Wie klein gehen wir? Verschwinden wir dann und werden zum Nichts? Also, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ah. Okay, wir können uns auch ducken. Da passen wir immer noch nicht drunter. Ich frage mich, warum... Die Mikrowelle ist fertig, ja. Wir haben noch 10 Minuten. Das sind Pliers. Leprechantium. Na, hallo. Ich brauche das da.
Ablortium plus Wasser. Ja, total versaut. Ah, ich finde, ja, ich finde es cool. Also, theoretisch könnten wir also jetzt hier auch hoch. Oh, meine Güte. Oder hier mit dem Brett könnte man sich natürlich auch hier zwischen den Schreibtischen was bauen. Die Frage ist, ob man später dann auch... Aber ich frage mich wirklich, wo das letzte... Ah, nee, wir haben jetzt alle Rezepte. Ah, okay. Ja, gut, okay. Ich dachte, wir hätten noch einen... Was ist denn? Frinkonium ist Schlüssel 2. Das haben wir ja schon gemacht. Phosphoronium. Wir gucken nochmal, was wir jetzt irgendwie hinbekommen. Leprechantium und Xirdalium. Xirdalium plus Chlorophyte. Das ist Phosphoronium. Und Phosphoronium... Plus Grundivorium. Grundivorium ist dann Calculatium. Grundivorium, das ist Barium. Ah, Barium plus 8. 901. So, Phosphoronium plus Grundivorium. Ah. Da, da, da. Die Musik finde ich sehr entspannt. So, Schlüssel, das wäre dann Schlüssel 2, ne? Komm schon. Was ist ein Schlüssel 3? Yolobono plus Wasser. Yolobono. Leprechantium plus Petigarium. Ja. Komm schon. Hoch. Grundivorium. So, Schlüssel. Yolobono plus Wasser. So, Grundi. Aber wie kriegen wir. Wie kriegen wir Grundivori. Nee. Leprechantium. Plus Wasser. Calculatium plus die Mikrowelle. Nein! So, Bombastium, Mikrowelle, Polydenum. Ja. Moment, Schlüssel 3, Schlüssel 3. Yolobono plus Wasser. Yolobono. Leprechantium. Was ist denn Petigarium? Joborutzix plus Incidatium. Ah, okay. Okay, okay, okay. Incidatium. Nein! 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 Arg! Nein! Nein! Chaos! Nein!
Jaborix. Jaborix? Nee. Polydenium? Ebrichantium. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt. Jaborixium. Ja. Hallo? Wieso kann ich denn das nicht starten? Hallo? Jaborixum? Schlüssel 1! Wir schaffen das vielleicht auch noch. Nein, wir haben verloren. Ja. Hauptmenü. Ja. Wir spielen es nochmal auf Anfänger. Laboratorium? Achso, wir müssen das erst freispielen. Okay. Okay, es gibt mehrere Level, wo das ist. Okay, ich find's ganz gut. Okay, jetzt wissen wir, Atrium plus Mikrowelle ist Ultrazeption. Ah, okay. Galine. Arterium plus Mikrowelle. Okay, ich will noch einmal sehen, was passiert. Nee. Okay, wir machen es schon verkehrt. Hallo? Oh. Oh, oh. Was? Was ist jetzt passiert? So, habe ich ja eigentlich gemacht. Fo drin. Also ganz ehrlich. Xypopraxion. Penefranium. Da. Ja. Oh, meine Güte. Okay. Xypopraxium. Utracepini pipidarium. Müssen wir das eigentlich alles machen? Utracepini, ja. 6-0-6-0-8-4. So, Vodreni plus Kryptonium ist Galini. Vodreni plus Kryptonium ist Katrini. So, Moment. Inertion plus Wasser. Inerton plus Wasser ist irgendwas anderes. Wasser. Okay. Ja. So, Galine. Galine 2315.
2, 3, 1, 5. 2, 3, 1, 5. Pepehandium, 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 Pepehens. Ach ja. Pepehandium plus Mikrowelle, Schlüssel 1. Okay. Pepehandium. Schlüssel 1. Schlüssel 2. Okay. Schlüssel 3. Apikurix. Also ja. Apikurix, Eruption. Inerton plus Wasser ist Apikurix. Das dann damit. Okay. Ja. Okay. Apikurix plus Xydesta. Okay. Und nochmal. Und dann das plus Wasser ist dann Schlüssel 3. Okay. 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 So, und das plus Wasser. Okay. Okay, auf Anfänger ist das definitiv einfach. Da gibt es nur 3. So, das ist jetzt, machen wir jetzt. Dann haben wir... Wir haben sonst nichts mehr, ne? Wir haben Schlüssel 1, 2 und 3. Und daraus machen wir das Gegenmittel. Dass die alle so komisch heißen, die Gegenstände, das verwirrt einen total. Das kann man sich gar nicht merken. Also ich glaube, würde ich wirklich einen Versuch machen, das auf höheren Ebenen zu spielen, würde ich auf jeden Fall dazu tendieren. Okay. Okay, deine verbleibende Höhe, Zeit, die du übrig hattest, du hattest ein Gegenmittel gemacht, du hast so oft Ausrüstung benutzt, 10-mal. Okay. Finde ich cool. Gefällt Ihnen das Spiel? Ja, es gefällt mir. Es ist sehr... Ich frage mich, was es in späteren Leveln gibt, Benutzer definiert. Lass uns das mal gucken. Halte dein Schrumpfen temporär auf. Oh, okay. Oh, okay. Verschüttbare Flüssigkeiten. Boah, was gibt's denn hier alles? Okay. Schrumpfkurve, das haben wir jetzt gemacht. Was gibt's denn da noch? Und das ist ja fies. Obwohl, das finde ich eigentlich cool. Dann hast du zwischendrin halt, wirst du wieder größer, dann wieder kleiner, größer, kleiner. Das ist fies. Rums. Das ist super fies. Das finde ich sehr schön. Wir gucken uns mal gerade nochmal an, was es hier alles gibt. Mikrowelle. Kannst du es einstellen, wie lange das ungefähr dauert? Was gibt es denn? Laboratorium? Oh, es gibt unterschiedliche Laboratorien. Ah, okay. Lass uns noch mal ganz kurz dieses Laboratorium angucken. Das sieht nämlich eher aus wie so ein Küchenlabor. Nicht, dass wir es jetzt machen. Ich will es nur einmal sehen und dann gucken wir uns das mal an. Ja, Living Room. Finde die Labor. Okay. Kindralene plus das da. Love. Hier hast du den Mixer. Ja, das finde ich cool. Ja. Also, glaube ich, auch ein ideales Spiel so für
Kreatium? Wo ist denn hier der Kocher? Das ist hier das? Ja, okay. Okay, Mikrowelle. Find ich cool. Ja, finde ich sehr cool. Ja, mag ich. Mag ich. Okay. Hauptmenü. Okay. Auf normal, glaube ich, müsste ich ein bisschen trainieren. Die Begriffe, die da verwendet werden, die verwirren mich zutiefst. Ich gehöre auch zu den Menschen, die können sich solche Sachen nur schwer behalten. Also Xyndralium plus das und das. Wer andere meiner Let's Plays gesehen hat, mit irgendwelchen, merke dir eine Nummer, während du von A nach B gehst und das B ist dann 5 Meter entfernt, der weiß, ich habe da so gewisse, nennen wir es Herausforderungen. Deswegen schreibe ich mir auch gerne Sachen auf. Dieses Spiel geht allerdings auf Zeit. Da dürfte es schwierig werden. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein hervorragendes Spiel. Ich finde, die Idee ist witzig. Es macht mir persönlich Spaß. Man hat diese 4 Gerätschaften oder 5 Gerätschaften, wenn man was falsch gemacht hat. Wobei ich denke, wenn man was falsch gemacht hat, kannst du es auch gleich in die Tonne knicken. Also in die Tonne treten, weil dann ist eh Ende. Weil dafür hat man unter den normalen Umständen nicht wirklich Zeit. Ich finde, man kann vor allen Dingen hier bei Benutzer definiert wahnsinnig viele lustige Sachen einstellen. Und ich glaube, das hat auch wieder Spielwert. Was ich nicht sehe, ist so Twitch-Integration. Das fände ich allerdings auch ziemlich cool. Wenn man in Twitch spielt und die könnten zum Beispiel irgendwie abstimmen, dass du jetzt plötzlich irgendwie schneller schrumpfst oder langsamer schrumpfst oder dass irgendwo ein Cupcake spawnt oder sowas. Das fände ich jetzt super witzig. Aber ansonsten, ich finde, das Spiel ist spaßig. Es ist ein Rätselspiel, was auf Zeit ist. Wie gesagt, was normalerweise nicht so ganz mein Ding ist. Da kommt bei mir immer sehr, sehr viel Stress hoch. Ich finde es sehr schön, hier Zeit, um komplett zu schrumpfen. Ich glaube, ich würde das weitaus erhöhen. 20 Minuten finde ich jetzt hier für so Let's Plays und so weiter eine ganz schöne Zeit. Codeformeln, Ausgangsformeln, normale Formeln, Codeformeln. Oh nee, da muss man dann auch noch irgendwas. Wasserformeln, Mikrowellenformeln. Okay, man kann hier einstellen, das ist wahrscheinlich, wo man irgendwie mit Codeingabe, das ist, wo man mit Wasser mixen muss. Und das ist Sachen, die man in die Mikrowelle. Ich finde es ziemlich cool, man kann wirklich sehr viele Sachen einstellen. Ich mag das Level-Design. Die Idee, wie gesagt, ist super, super witzig. Ja. Spiel gibt es auf Steam. Für sage und schreibe 8,99 € und das noch nicht mal im Sale. Also, ich finde, für den Preis ist es ein super, super gut gemachtes, schönes Spiel mit einer witzigen Idee. Und also, ich kann es nur empfehlen. Ich denke, das kann man auch im Stream sehr gut spielen, vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Leveln und so weiter. Oder halt einfach mal so nebenbei. Ja. Ich glaube, meine Empfehlung hat das Spiel. Und da würde ich jetzt auch sagen, damit hören wir jetzt auch auf. Das ist ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Euer Hisho. Ciao.